Is someone there? I don't have time for games. Show yourself. All right. I give up. After all. Nee, da war auch nichts. Da gebe ich dir recht. Gut. Ja, da hinten. Ich könnte jetzt, theoretisch könnte ich hier hochlatschen. Also mit Unsichtbarkeit auf jeden Fall, aber so viel Goldharz habe ich ja nicht. Ich kann ja nicht ständig das Goldharz verblasen. Es sei denn, ich würde es dem da hinten klauen, aber... Ah, komm. Scheiß drauf. Nein. Och, hier stehen noch jede Menge. Verdammt, das war, glaube ich, keine gute Idee. So, jetzt habe ich kein Goldharz mehr, außer das, was halt in meinem Adern drin ist. Ist irgendeiner ist da aufmerksam. Warum? Ich höre da was, ich höre da was, ich höre da was. Botschaft zur Botschaft. Okay. Hier irgendwie hochhüppen. Ja, kann man. Und ich habe wieder mal Glück gehabt, dass hier nichts ist. Zack. 4 von diesen Medaillons. Ich glaube, damit haben wir das schon übertroffen, was wir in der Einführung geschafft haben. Womit sich zeigt, man muss sich hier wirklich umsehen. Wobei, man hat ja die Option, ne? Einfach nicht alle Medaillons sammeln, sondern auf kürzesten Weg durch. Wer hat mich denn da jetzt schon wieder gesehen? Da einer. Okay. Und da unten? Das ist ja wohl schlechter Scherz. Alter, rennen hier Jungs rum. Der geht an der Kiste vorbei, in die ich ihn reinschmeißen könnte, eventuell. Warum ist da unten immer noch einer aufmerksam? Da. Verstehe ich nicht. Ja, Gott doch. Was sind das hier für Leute, die permanent am Kotzen sind? Da ist eine Kiste, wo ich wieder einen drin ver... barrikadieren könnte. Oh, oh. Oh, nein. Wo ist er? Guckt jetzt von da einer? Nee, der bleibt da. Kotzt wieder vor sich hin. Wo ist denn der, der hier gerade Hups gesagt hat? Muss doch hier irgendwo sein. Machen wir erstmal Licht aus. Zack. Das war bestimmt der, ne? Der jetzt hier auch wieder angewandert kommt. Die haben alle Schulterprobleme. Jeder zweite muss kotzen. Irgendwie komische Leute, die hier rumrennen. Schnarcht wieder irgendwo einer? Oh. Just take a quick look.
Ach, da rennt auch noch einer rum. Tattoo an? Achso, deswegen hat er mich nicht gesehen. Okay. Ich habe schon gedacht, mein Gott, so blind kann man doch nicht sein. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hier rum bin? Außer, dass ich ein Problem kriege, wenn der da wieder zurückkommt. Ne, der pennt jetzt da. Das ist natürlich nicht ganz schlecht. Das werden wir ausnutzen. Du wachst nicht wieder auf, Freundchen. Das kommt davon, wenn man am Arbeitsplatz schläft. So. Weg mit dir. Da kann ich jetzt bestimmt hoch. Und ich könnte auch hier hoch. Und da kann ich weiter klettern. Bin allerdings dann ziemlich im Sichtfeld, würde ich mal behaupten. Auf der anderen Seite, hier ist ja niemand, der mich sehen könnte, ne? Boah, ist schon wahnsinnig groß hier alles, würde ich sagen. Komm, da klettern wir jetzt mal hoch. So. Wahnsinn. Also es sieht auch geil aus, finde ich. Muss ich echt sagen. Das hier unten hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Ich habe jetzt gedacht, hä, wie kommst du denn da oben hin? Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp this morning, I cut myself shaving with it. And so you look like a prick, just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Der hat Goldharz am Gürtel. Da bin ich ja schon mal scharf drauf. Warum ist der jetzt nicht einfach da stehen geblieben? Der eine geht weg, der andere mit dem Goldharz bleibt da stehen. Das wäre doch sehr nice gewesen. Aber gucken wir da erstmal, was hier noch so ist. Können wir nicht hier vielleicht ein Medaillon rum oder so? Oder irgendwas anderes, wovon wir noch gar nicht wissen, dass wir es sammeln können? Sieht nicht so aus. Oh, da hinten wandert einer. Wo ist er denn? Hinter dem Pfeiler da, würde ich sagen. Da ist er. Machen wir erstmal ein bisschen düster. Zack. Was bist denn du da am Lesen? Weißt du was? Ich hoffe zumindest, dass ich den Schrank da nutzen kann, um dich da reinzulegen. Ja, weil das bot sich jetzt einfach an, finde ich. Ja, geht. Na, die auch noch aus. Die belesenen Leute haben heute Feierabend. Zack. Wo ist der mit dem Goldharz hingewandert? Oh, da hinten steht einer. Hier ist nix. Da ist Sand. Oh, Sand für mich. Sand ist gut. Gib her. Sandvorrat ist voll. Oh, 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 der kommt, 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 der kommt. So. Wo bleibt er denn? Verarscht er mich? Ja, der hat mich aber jetzt verarscht. Na komm, gehen wir mal hier hoch gucken.
Oh! Alter! Ach, das ist der mit dem Goldharz am Gürtel. Okay. Kann ich hier noch hören? Nee. Sollen wir mal so dreist sein und hinter die beiden wandern, um dem das Goldharz zu klauen? Ah, da steht, liegt auch ein Medaillon. Das ist aber... Da höre ich einen. Ach, verdammt. Also, der kommt sogar, Alter. Stehen die zu dritt da. Ich breche ab. Ja, ist schon eine coole Aussicht. Gebe ich euch ja recht. Ich habe die gerade auch genossen. Komm, du Dritter, geh mal wieder. Ja, genau du. Tschüss. Die anderen zwei bleiben nämlich, glaube ich, da brav stehen. Das werde ich jetzt mal kackdreist für den Diebstahl nutzen. Nein, ich will nicht klauen, ich will stehlen. Danke. So viel zu meinem Goldhals. Hab. Hab. Gut, haben wir wieder ein bisschen Goldharz. Glitzert denn da hinten? Achso, das ist eine Fackel. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie hin, da. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, alles. Würde mich auch nicht wundern, wenn da irgendwo was versteckt ist. Ne, Medaillon oder so. Da hochhangeln kann. Ich meine, wir können ja hier wieder problemlos hochklettern. Dementsprechend. Nein, ich wollte nicht komplett runterspringen, Alter. Okay. So. Gucken wir mal, ob wir da hoch. Haben wir das gerade schon mal ausprobiert? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Hier irgendwo. Verdammt. Das sieht doch aus, als könnte man sich da festhalten. Warum kann man das nicht? Okay, dann war das umsonst. Schade. Geh mal hier halt wieder hoch. Komm. Zack. 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 Da kann man von hier aus irgendwo hier mal so an die Ecke geht und... Nee. Nee, das glaube ich nicht, dass man sich da lang hangeln kann. Nee, da ist auch kein Durchgang. Wie kommt man denn da hin? Von da hinten irgendwie. Ich meine, da liegen Sachen, da muss man irgendwie hin können. Von da? Durch das blaue Gebäude durch? Oder so? Na, gucken wir erstmal hier weiter. Wobei ich jetzt ungewollt doch echt tatsächlich zu der Botschaft hingehe, ne? Ich wollte mich ja nur für sich generell nur so umgucken.